Fürstin Karlene, so schwer waren ihre Jahre in der Fürstenfamilie. Fürstin Karlene, 44, wird gewusst haben, dass sich ihr Leben schlagartig ändert. Wenn sie Fürst Albert, 63, vor den Augen der Welt das Ja-Wort gibt. Trotzdem soll sie mit ihrem neuen Leben geadert haben. Wie eine Adelsexpertin der britischen Zeitung Express eindrücklich schildert. Ich denke, für Außenstehende ist es ein schrecklicher Druck, in solche Familien einzuheiraten, sagt Autorin Corinne Hall. Als Außenseiter müsse man sich an eine völlig andere Lebensweise gewöhnen, erklärt die Expertin weiter. Das soll für Karlene eine besondere Herausforderung gewesen sein. Schließlich ist sie in Südafrika aufgewachsen, wenn man aus einem anderen Land kommt. Wie zum Beispiel Fürstin Karlene und Fürstin Grazia Patrizia, müssen sie sich noch mehr anpassen, weiß Hall. Denn obwohl Karlene ziemlich lange in Monaco lebte, während sie Albert D.T., ist es nicht ganz dasselbe, wenn man die Fürstin von Monaco ist. Mittlerweile habe sie sich allerdings sehr gut angepasst, urteilt Corinne Hall. Fürstin von Monaco wurde die geborene Karlene Wittstock, als sie Fürst Albert am 1. Juli 2011 das Ja-Wort gab. Am 10. Dezember 2014 krönten ihre Zwillinge, Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella, beide 7, ihr Liebesglück. Doch wie in jeder Ehe hat das Paar mit Höhen und Tiefen zu kämpfen. Vor allem das vergangene Jahr war für Karlene und Albert alles andere als leicht. Wegen eines schweren Hals-Nasen-Ohren-Infektes lebte die 44-Jährige über 6 Monate getrennt von ihrer Familie in Südafrika und musste sich diversen Operationen unterziehen. Nachdem sie am 8. November 2021 zurück nach Monaco gekehrt war, musste sie sich schneller als gedacht wieder von ihrer Familie verabschieden. Der Grund? Sie war eindeutig erschöpft, körperlich und seelisch. Sie war überfordert und konnte sich weder den offiziellen Pflichten noch dem Leben im Allgemeinen oder gar dem Familienleben stellen, erklärte Fürst Albert. Krisengerüchte dementierte er. Seitdem erholt sich seine Ehefrau in einer Klinik, ihre Genesung verläuft derzeit zufriedenstellend und sehr ermutigend. Wann Karlene allerdings als Fürstin von Monaco wieder offizielle Termine wahrnehmen kann, ist noch ungewiss. Der Palast deutete in seinem jüngsten Statement an, dass ihr Klinikaufenthalt noch mehrere Wochen in Anspruch nehmen wird. Verwendete Quellen: Express.co.uk, People.com.